Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin. Und wir sind schon fast im Wahlkampf. Am 18. September wird ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Und nicht nur das, sondern die ganzen Bezirksverordnetenversammlungen, einschließlich der Bürgermeister, werden auch neu gewählt. Und einer möchte in Neukölln gerne vom stellvertretenden Bürgermeister den Job des Bürgermeisters erkämpfen, ersiegen. Falko Liecke, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für Jetzt die Einladung. Jetzt sind Sie zweiter Mann, aber Sie möchten gerne erster Mann werden. Sie sind übrigens Stadtrat für Jugend und Gesundheit, um das mal zu sagen, was, dass Sie auch richtig knallharte Arbeit machen. In der Tat. Also ich bin jetzt seit 7 Jahren oder in meinem 7. Jahr im Amt, seit 2011 Stadtrat für Jugend und Gesundheit, und es macht mir sehr viel Freude. Es ist eine sehr spannende und herausgehobene Aufgabe, auch sich um Jugendliche zu kümmern, aber natürlich auch um die gesundheitliche Situation in Neukölln im Griff zu behalten. Und da gibt es schon so die ein oder anderen Probleme. Was reizt Sie denn so, sehr Bürgermeister zu werden? Zweiter ist doch auch nicht schlecht. Zweiter ist auch nicht schlecht. Aber gibt aber nicht die Goldmedaille. Aber schön ist natürlich, der erste Mann zu sein. Nein, es geht einfach darum, dass man als Bürgermeister schon noch eine andere Perspektive hat. Ich bin ja jetzt für zwei großartige Fachressorts zuständig, aber da haben Sie natürlich den gesamten Bezirk im Blick und auch die Herausforderungen, die es da gibt. Und man kann natürlich auch nochmal anders steuern. Man hat dann als Bürgermeister auch eine andere Mehrheitssituation und kann eigene Vorstellungen viel besser durchbringen, als ich das jetzt für den Gesamtbezirk machen kann. Ich muss mich jetzt immer beschränken auf meine Ressorts und das ist manchmal sehr schwierig. Sie wollen aber die Ketten sprengen. Ich möchte die Ketten sprengen, genau. Und einer hat früher am Zaun des Kanzleramts gerüttelt. Da kann mich erinnern. Sie wollen jetzt nur ein bisschen mehr haben. Sie sind CDU-Mitglied. Ja? Und merkt man denn jetzt schon was vom Wahlkampf? Sie haben ja eine sehr, sagen wir, ungewöhnliche Situation. Erst kommt die Europameisterschaft im Fußball, kein Mensch interessiert sich für Politik. Dann kommt die Olympiade, interessiert sich auch keiner für Politik. Dann sind Ferien. Genau. Und dann, wenn die alle wieder da sind aus den Ferien, haben sie noch genau 3 Wochen. 2 Wochen, um zu kämpfen. Merken Sie schon was davon? Also der Wahlkampf hat natürlich begonnen, noch nicht in der heißen Phase logischerweise. Die Feriensituation ist schon eine besondere diesmal, aber wir bereiten uns sehr intensiv derzeit vor. Wir haben auch schon einiges am Laufen. Der erste Kinospot in den Neukölln-Arkaden läuft bei mir schon. Ich habe verschiedene andere Dinge auch schon am Start, Flyer-Aktionen, natürlich Bürgersprechstunden, Termine im Bezirk ohne Ende. Also der Wahlkampf hat begonnen, Feste machen wir auch schon, also es geht los. Neukölln ist ja so ein neuralgischer Punkt in der Stadt, sage ich mal, bekannt geworden durch Buschkowski. Ja, dadurch war es immer im Gespräch, also ist nicht ganz ohne. Und Sie sind der Stadtrat für Jugend und Gesundheit. Wie ist es denn mit der Jugendkriminalität bei Ihnen bestellt? Naja, wir haben da schon echte Probleme. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir haben 50 Intensivtäter, die höchste Quote in Gesamt-Berlin von allen, unter 18 Jahren. 50. 50. Hinzu kommen noch 10, die wir betreuen, aber die nicht in Neukölln wohnen. Und es kommen noch 11 hinzu, die an der Schwelle zum Intensivtäter sind. Die haben noch nicht ganz so viele Straftaten begangen, sind aber auf einem guten Weg, also mehr als 5 Straftaten. Und da habe ich gesagt, das ist mir zu viel, hier müssen wir einhaken. Und da habe ich den Spirit oder den Gedanken von Kirsten Heisig aufgenommen, den sie hatte, schnelle Intervention. Die sich durch Selbstmord umgebracht hat. Leider Gottes. Jugendrichterin. Jugendrichterin, leider Gottes. Sie hat sehr viel Gutes getan, auch sehr viel konzeptionell nach vorne gebracht, auch in dem verstaubten Justizsystem, das wir haben. Und wir haben das aufgenommen und gesagt, wir müssen im Jugendamt eine Sonderarbeitsgruppe einführen. Da sind wir jetzt bei, eine Sonderarbeitsgruppe Kinder- und Jugendkriminalität zu installieren. Derzeit bereiten wir die Ausschreibung vor. Wir suchen also 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in dieser Arbeitsgruppe dann arbeiten. Und der Clou daran ist, und das ist dann auch das Neue, die enge Verzahnung zwischen Staatsanwaltschaft. Wir haben den Staatsanwalt für den Ort, also 2 Staatsanwälte, die wir nur für Neukölln haben, mit der Polizei, natürlich mit dem Jugendamt, mit der Arbeitsgruppe, Jugendgerichtshilfe, mit Schule. Und da bin ich besonders stolz drauf, 2 Punkte noch, mit 2 Richterinnen, einer Jugendstrafrichterin und einer Familienrichterin. Und mit denen wollen wir zusammen das Problem gezielt angehen.
Klingt gut, aber wenn ich das schon höre, Ausschreibungen und so, das dauert doch ewig. Das ist doch genau das, was Frau Heisig immer angeprangert hat. Es dauert viel zu lange. Ja, man hätte schon früher anfangen können, da sage ich immer, hätte Fahrradkette. Ja. Es hat bisher kein anderer gemacht. Auch Buschkowski hat es nicht gemacht. Und ich habe gesagt, der das aber immer angeprangert hat. Ja, anprangern kann man ja, ist ja auch gut. Damit hat er ja auch einen Namen sich gemacht. Aber das Thema ist für mich machen. Ich will machen und wir machen jetzt diese Arbeitsgruppe im Jugendamt. Und damit wollen wir die Spinne im Netz schaffen. Die Koordination von diesem Thema, von diesem Problem. Weil wir kriegen natürlich sehr schnell mit, wenn Jugendliche straffällig werden. Wir kriegen Meldungen von den Schulen und da passiert bisher aber nichts. Und das will ich ändern und deshalb brauchen wir die Struktur. Und um Personal zu suchen und auch das Geeignete zu finden, müssen wir ausschreiben und das dauert. Aber vor der Sommerpause will ich eigentlich starten. Ich frage mich ja immer, und dann nehme ich die Kritik ernst, die gemacht wird. Die Jugendlichen werden gefunden, werden festgenommen, kommen denn hier in Schnellverfahren davon und dann blättert man im Strafgesetzbuch und sagt, ja, 6 Wochen Bewährung kannst mal im Sozialheim irgendwo Kartoffeln schälen. Mhm. Dann gehen die raus und lachen sich tot. Ja. Das ist doch so und bleibt doch so. Es ist so und ich möchte aber nicht, dass es so bleibt. Übrigens, der Jugendarrest ist derzeit mit 50 Plätzen ausgelegt und 17 sind besetzt. Ich finde das zu wenig. Ich denke mal, man kann natürlich immer keine Richterschelte machen, aber wenn Sie mich politisch fragen, ich glaube, dass hier der Warnschussarrest von maximal 4 Wochen deutlich häufiger benutzt werden muss, um einfach die Grenzen auch zu zeigen. Und wichtig ist, dass wir als Staat auf Augenhöhe mit den Jungs oder auch mit den Familien, die teilweise dahinter stecken, akzeptiert werden. Denn sie nehmen uns mitunter nicht für voll. Sie können uns austricksen, ausspielen, sie erzählen überall was anderes. Und das möchte ich mit dieser Vernetzung vermeiden und ganz klar auftreten und sagen, wir sind der Staat, jetzt ist Schluss, mein Junge. Und es gibt jetzt auch also eine Konsequenz und eine Sanktion. Ja, aber der Staat sagt, okay, das Strafgesetzbuch, ich kann dich dazu nicht verurteilen, wozu ich dich gern verurteilen möchte und was eigentlich die Öffentlichkeit will. Und wenn ich höre, von 50 Arrestplätzen sind nur 17 besetzt, dann liegt das ja an dem, der die Jugendlichen dazu verurteilt. Das heißt, ja, offenbar gelingt das nicht oder will man das nicht. Oder man sagt sich, die Tat ist nicht groß genug, um den Arrest zu stecken. Das stimmt doch was nicht. Da ist doch keine innere Logik. Das stimmt. In unserem System funktioniert an dieser Stelle funktioniert es nicht. Wir brauchen aber eine geeignete Struktur, um das auch abzusprechen und vereinbaren zu können. Natürlich kann man nicht vorher mit dem Richter irgendwas ausdealen. Darum geht es mir auch nicht. Ich möchte aber auch die Richterschaft da sensibilisieren, dass sie, ich sag mal, mitunter mehr Kante zeigt. Das brauchen viele Jugendliche auch. Das Gesetz anwenden, hat Frau Heisig, glaube ich, geschrieben. Das ist einfach das Gesetz anwenden, denn wir brauchen keine Verschärfung. Wir haben genügend Instrumente, gesetzliche Instrumente, um auch entsprechend vorzugehen, auch deutlich vorzugehen. Das muss gemacht werden. Und wenn wir uns miteinander vernetzen und das, ich sag mal, auch abstrakt bestimmte Fälle durchdiskutieren und sagen, hier muss es jetzt mal eine klare, ich sag mal, auch eine klare Urteilsfindung geben, dann habe ich die Hoffnung, dass das funktioniert. Ich kann es im Vorfeld nicht sagen, aber der Versuch macht klug, wie der Berliner sagt, und wir müssen es probieren, wir müssen es machen, denn das Risiko ist mir zu hoch und es werden auch zu viele Opfer durch diese Täter produziert und das möchte ich verhindern und beenden. Nun hieß es ja vor ein paar Wochen, dass es Familienclans gibt, die quasi bestimmte Bezirke in Berlin unter ihrer Gewalt haben oder Kontrolle haben. War das übertrieben, dieser Bericht, oder ist das so? Es ist leider nicht übertrieben, sondern das ist die Wahrheit. Wir haben im Reuterkiez auch so eine Familie, wo gerade so eine intensive Durchsuchung stattgefunden hat. Die haben wir in Neukölln an verschiedenen anderen Stellen auch. Das ist das, was ich meine. Mitunter kriegen wir die Älteren nicht mehr, die Erwachsenen kriegen wir nicht mehr. Die sind einfach Straftäter und in der organisierten Kriminalität unterwegs. Wir müssen aber die Kinder kriegen, wir müssen die Jugendlichen kriegen, damit sie nicht weiter in dieser Spirale unterwegs sind. Und das ist Ziel meines Projektes, dass wir da eine frühe Intervention machen und auch den Erwachsenen und den Eltern deutlich machen, so geht es nicht weiter und wir werden konsequent
vorgehen müssen. Wir haben eigentlich keine andere Chance. Sonst dreht sich die Spirale immer weiter und wir kriegen diesen Zyklus nicht durchbrochen. Aber es fängt doch mit der Schule an. Wenn ich dann auch wiederum höre und lese und auch von den Klagen der Politiker höre und sagen, die Kinder in der Schule kommen entweder nicht oder verhalten sich nicht so, wie man es eigentlich erwartet, spucken die Lehrerin an, weil es eine Frau ist. Das sind doch alles Tagesereignisse. Das sind Tagesereignisse, da haben Sie recht, und die stören mich massiv. Es sind alle Intensivtäter, die wir haben, sind Schulschwänzer. Jetzt ist im Umkehrschluss nicht unbedingt, alle Schulschwänzer werden Intensivtäter, aber das ist eine Vorstufe davon. Und mir geht es darum, sehr früh zu intervenieren, auch schon in der Schule oder gerade in der Schule. Deshalb ist die Kooperation zwischen dem Jugendbereich und der Schule denn so wichtig, dass wir die Meldungen bekommen und im Idealfall unsere Leute im Prinzip dann nach Hause schicken und mit dem Schulschwänzer reden oder mit dem Täter, wenn er jemanden verprügelt hat, und mit den Eltern. Und dann überlegen, welche Konsequenzen können gezogen werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch einen Familienrichter oder eine Familienrichterin mit im Boot haben. Denn mitunter können diese Richter auch nochmal an die Familien entsprechende Weisungen geben, was sie zu tun haben, den Jungen zum Beispiel zur Schule zu schicken, dass es einen Zwang gibt. Wir haben ja die Schulpflicht, dass das auch durchgesetzt wird und dass bestimmte, ich sag mal, andere Auflagen erteilt werden können. Und nur so können wir erfolgreich arbeiten. Alles andere bisher, dieses Stückwerk, funktioniert so nicht. Standort Berlin, heute zu Gast Falko Liecke, er ist stellvertretender Bürgermeister von Neukölln und Stadtrat für Jugend und Gesundheit und möchte gerne am 18. September bei der Wahl aus Platz 2 auf Platz 1 hüpfen, gewählt werden. Als Bürgermeister von Neukölln. Und wir reden über die gegenwärtigen Probleme und über das, was Herr Liecke in seiner Eigenschaft als Stadtrat und stellvertretender Bürgermeister jetzt schon angeschoben hat, nämlich schneller reagieren. Eine Kommission soll prüfen, es gibt eine Ausschreibung, es werden neue Richter gesucht, es gibt eine engere Kombination und Koordination zwischen Richter und Staatsanwalt. Und wir drücken die Daumen, dass es funktioniert. Aber jetzt machen wir eine kleine Pause. Wir sind ein Privatsender, wie Sie wissen, und müssen jetzt ein bisschen Geld verdienen. Bleiben Sie dran. Danach geht's weiter.